finde es aber interessant mit dem Baum. Kann ich den Baum mit der Steinschleuder abschießen? Den Baum? Ja, der schwebt da so komisch. Wie in alten Zeiten hier die Handarbeit. Gell? Wenn Charlie und ich uns treffen, gibt es auch immer viel Handarbeit. Muss ich immer in der Küche helfen. Ja. Was ist denn jetzt? Keks hat irgendwas im Zwischenspeicher postet einfach. Zum Glück war das kein YouPorn-Link diesmal. Letztes Mal waren es ja mehrere hintereinander. Ach, die du mir weitergelinkt hast, da? Mhm. Achso, die waren ganz interessant, doch. Genau, ich denke auch, das ist der Link, den er will. Huch, scheiße. Diese Kunst, dass der Stopfen runterfällt bei mir. An der Flasche. Greifen. Du musst auch zugreifen und festhalten. Schaffst du doch mit anderen Sachen auch. Ja, aber die sind ja riesig. Flasche ist ja viel zu klein. Das kann man ja gar nicht dann, ne? Das andere. Ist denn jemand am anderen Server drauf? Nee, also ihr könnt es ganz normal auf dem Hauptserver spielen. Das ist jetzt nur so ein Test hier. Alpha-Phase. Der Typ hat 202 Steine im Bauch. Ach du Scheiße. Kein Wunder, dass das so lang dauert. Und dass es mal keinen Sodbrennen gibt. Dann braucht der Renny. Räumt den Magen auf. Verkehrte Welt. Ja, total normale Sache nicht. Überhaupt nicht. So. Aber vom Level ist der andere auch ziemlich gleich hier. Ich würde ja schon gerne einen anderen anfangen zu ziehen, aber ich habe Schiss, dass der dann herläuft und den kaputt macht, oder jemand anders. Deswegen macht man das hintereinander, oder? Ich hoffe doch auf der externen Festplatte, damit du es immer mitnehmen kannst, wenn du mal woanders bist. Mich besuchst, mir vor die Tür legst, klopfst und wegläufst und dann nehme ich sie schnell. Nicht den Türgriff anfassen, sonst verbrennst du deine Hand. Das musst du mir jetzt erklären. Was von dem, was ich gesagt habe? Das mit dem Handverbrennen an der Türklinke. Warum? Ist aus einem Film. Diesmal wirklich. Echt? Okay. Sag schade, aus welchem Film ist das? Handklinke berühren, Hand verbrennen. Das ist mein Lebensmotto, der Hexer. Oh, woher weißt du das? Super, Keksi, so muss das sein. Ja, das Problem ist, in der Cloud erreichst nicht nur du die Sachen, sondern alle. Passt doch. Da ist der Film, aus dem er ist. Ach, aus dem es ist. Schon. Ja. Genau, da hängt ja doch so ein Dingwärmer hin. Ich weiß nicht, was das ist. Das genau, ich glaube, das ist so ein Wasserkocher. Hast du das noch weiß? An die Türklinke. So klar. Ich habe ja ein super Gedächtnis, habe ich ja vorhin erzählt, oder nicht? Ja, hat man gemerkt. Ist er? Wichtige Sachen merke ich mir. Nicht da mit den ganzen Hexerschmarrn da. Das ist ja eh komisch, das ganze Zeug. Solange du meinen Namen noch weißt. Ist kein Problem, Sabine. Dankeschön, Schatzi Arsch. Schatzi Arsch, schau das auch wieder. Wenn, dann bitte schon her, Schatzi Arsch. Arsch. Du kannst mich mal. Arschkrampe. Ja, dann ist das Privatfilmchen dann nicht mehr in der Cloud, sondern überall. Was angearscht. Stimmt nicht, dass die ganzen Videos veröffentlicht werden hier, die ich Kekse geschickt habe in der Cloud hier. Könnten wir noch berühmt werden hier. Weiß aber nicht, ob wir auf die Art berühmt werden wollen. Ich glaube aber nicht mehr auf Twitch. Ich glaube aber, das geht dann woanders schneller. Ja. Rucki zucki. Ey, Butterfisch hat Viewer entdeckt, genau. Super. Was habe ich eigentlich für ein Ping hier? 17 habe ich. 17, 19 schwankte hin und her.
Ja, da haben, wurden die Bots da entdeckt hier. Meinst du jetzt deine Filmchen oder unsere Filmchen, Keksi? Überleg dir die Antwort gut. Du wirst lachen, Chicken Wings Fun, aber es ist wirklich was auf der Xbox One geplant. Weißt du denn, welche Spielschatz auf der Xbox One geplant ist? Du hast es mir, glaube ich, letztens erzählt, aber du hast von so vielen Spielen geredet. Du hast es sogar in den Starttitel reingeschrieben. Der Startscreen und den Pause-Screen steht auch drin. Warte mal, kurz mal gucken. War das das? Warte mal. Ja, genau. Ha, Treffer. Um genau zu sein, Forza Motorsport 6, wenn wir schon mit deinem Thema sind. Sehr neutral, Keksi. Alles klar. Ich hab ja gesagt, Xbox-Exklusivtitel spielen wir. Alles, was es auf dem PC gibt und auf den Konsolen wird zuerst am PC gespielt. Ich schau mal kurz wegen dem Sattel hier. Stell ich den Sattel mal her. 140 Fiber, ui. Wood 25. Ja, Fiber ist kein Problem. Haben wir hier drin, in dem Schweig und oben in der Kiste. Ist auch noch eine Menge Fiber drin. Das dürfte reichen. Ist im Trike Fiber? Sehe ich gar nicht. Ja, 2687. Wo denn? Oben, für das Lotto, glaube ich. Ich habe, glaube ich, Fiber gesagt. Ich habe Hide gemeint. Habe ich Hide gesagt? Fiber gesagt? Du hast Fiber gesagt, ja. Genau, Fiber brauchen wir auch. Das haben wir. Wir brauchen Hide. Haben wir, glaube ich, nichts. Nee. Ja. Fiber, Hide und Wood. Trotzdem gutes Theming hier mit dem Ding. Oh, 300 Bären, das ist echt geil. Im Trike kann man weiterfarmen, dann können wir die Trank-Pfeile machen und Narcotics wird dann super, ist ja total easy dann. Ne, bidi bidi bit und 3 macht 9, oder? Wir machen uns die Welt. Bidi bidi bit. Wie geht es bidi bit bi, wie sie uns geht? Ja, Tomb Raider wäre geil, aber das ist, glaube ich, nicht so das Spiel von Gags, ne? Ja, dann muss halt Shadi zu mir kommen und dann kann sie spielen und dann kann sie das auch streamen, hier. Während sie das spielt. Wenn sie möchten. Aber kannst du nur mit Controller spielen, Shadi? Ich mag eigentlich Tastatur und Maus lieber. Das geht bei der Xbox, glaube ich, nicht bei dem Spiel. Schau, Andres ist ja immer noch da. Ich dachte, du wirst schon längst weg. Also, gehofft hat Shadi. Ich natürlich habe mich gefreut, wenn du da bleibst. Ja, natürlich. Na? Ich kann den Busch nicht anfassen hier. Der ist so nah im Baum drin. Ich kann den Busch nicht anfassen hier. Nicht wirklich. Ich hoffe, da ist kein Busch, wo ich hinfasse. Also sowas hier. Also die Sachen sind nur bis 16, bis 10, 20 begrenzt beim Bank heißt. Ihr könnt es aber auch wieder Drag Race machen, um eure Punkte zu vermehren. Geht auch. Wie war das? Ausrufezeichen Drag Race, dann Win, Top 2 oder Top 3, Leerzeichen, die Punkte, Leerzeichen, dann das Auto von 1 bis 8. Irgendwie so. Hey, das ist mein Busch. Finger weg. Ich wollte dir doch helfen beim Entbuschen. Das kann ich schon selbst, danke. Ja, es ist sehr kratzig da, wo sie hinfassen will. Gar nicht wahr, es ist sehr zart. Mittlerweile schon. Ist es sehr zart. Also wenn sie einen Wert über 20 nimmt, ist egal, nimmt trotzdem nur 20. Es ist gut, dass wir den Trike als Lager haben hier. Wir werden hier aufgeschmissen ohne das. Ja. Der andere steckt ja auch immer noch drin. Ich hoffe, der bleibt noch. Wäre super, wenn wir den auch noch kriegen würden. Perfekt, dann Eier haben wir sofort Eier. Dann können... Boah, weißt du, wie krass es wird, unser erstes Kibbel zu machen, hä? Krasse Scheiße. Ja, Popcorn, bitte. Popcorn wäre super. Ich habe hier mein Lieblings-Naschzeug hier. Habe ich da. M&M's. Ja. Ich habe noch die Fake M&M's hier stehen.
Ich habe die normalen. Das Original. Ich wollte letztens schon privat eine Geschichte erzählen, aber ich kannte die Geschichte jetzt hier auch im Stream erzählen, nur die Namen kann ich jetzt nicht nennen. Okay. Nennen wir sie mal anders. Kann ich mir die Namen denken? Nee. Okay. Die folgende Geschichte enthält. Wie geht das? Die okay. Namen wurden verändert aufgrund von Privatsphärenverletzungen und so weiter. Also, ich habe in der Arbeit habe ich ja erzählt, dass ich sehr gerne M&M esse. Dann hat das jemand auch gefallen, hat sich auch M&Ms gekauft. Ne? Die roten. Und dann hatte ich letztens am Montag oder Dienstag voll Bock drauf, hatte aber keine. Bin dann zu der Person hingegangen und habe gesagt, boah, ich hätte jetzt voll Bock auf M&Ms. Dann sagt die Person, warte kurz, sag ich ja wie. Ja, ich geb dir welche. Hä? Wie, du hast M&Ms dabei, ich dann? Ja, ich hab die jetzt immer dabei. Wenn ich sie nicht dabei habe, muss ich dauernd an sie denken. Wenn ich sie mitnehme, muss ich nicht an sie denken. Also voll süchtig geworden. Ach Gott. Sau krass. Und dann dachte ich mir schon, irgendwann enden wir so, wir sitzen alle im Kreis, dann stehe ich auf, hallo, mein Name ist Gex und ich bin M&M-süchtig. Dann kommen alle gleichzeitig, hallo Gex. Ja, genau. So geil. Dann kann man einen rauchen, ne? So eine Kappes-Geschichte, aber ich fand's halt witzig, dass ich jemanden angesteckt habe. Geschichte Ende. Ich weiß nicht. Die Schwarzen sind ja die ersten, sind ja nett, aber die Peanuts. Super. Dieses Video enthält keine Produktplatzierungswerbung. Ich kriege nichts dafür, ich halte sie in die Kamera, weil sie lecker sind. So. Die sind ja, genau, den würde ich nur noch reinhalten. Also, die Nüsse reinhalten, ne? Ja, klar, die Nüsse halten. Dann würde ich meine Nüsse in die Kamera halten, wenn ich 1000 Euro kriege. Dann wäre der Busch wieder da. Oh mein Gott. Hilfe. Wir haben auch schon Rare Flowers, super. Ja. Ja. Super, oben rechts in der Ecke Dauerwerbesendung. GTV. Der G-Punkt. Nur bei Gags zu finden. Also, nee, Gags finde ich ihn für euch. Verdammt, ich habe keinen. Aha. Irgendwie. Nee. Hat man als Mann einen G-Punkt? Sollte man, ja. Ich habe nur meinen Monster in der Hose. Das ist mir egal. Du Dodo-Killer, du. Ja, wir brauchen Hide. Yay, level up. Fragst du mal. Genau. Irgendwann der Titel heißt, die Gags, die suchen nach dem versteckten G-Punkt. Jawohl! First Strike hier. Geil, gezähmt haben wir unser erstes Tier. Was ist das? Mädchen, Junge? Das ist ein Male. Okay. Wie nennen wir das denn? Tiberius oder was? Nee, schon mal machen. Ja, wir können ja hier auch mal aus der Rolle fallen mit den Namen, muss ja nicht. Genau. Echt? So wie ich es eigentlich haben will. Nee, dann finde ich es scheiße. Lass was mit T nehmen. Also, ein Namen für unser erstes. Ja, T ist schon klar, oder? Machen wir mal. Ja, ist doch wurscht. Irgendwo cooler männlicher Name für ein Schweig, was passt. Irgendwie also nicht Günther, Dietmar, Dieter. Irgendein Held oder irgend sowas. Jetzt kommt das schon wieder. Es gibt keine Heldennamen. Einen epischen Namen mit T für das verschönte Thomas. Toll. Thomas ist ja voll heldenhaft. Gibt ja auch so einen berühmten Film Super Thomas. Der hat so ein T-Shirt mit einem T drauf. Natürlich. Nein, nicht Kevin. Nee, oh, Kevin, wir wollen das nicht gleich kaputt machen, das Tier. Das bringt sich, erschießt sich ja gleich hier. So, und für das Trike werden wir dann dieses Viech hier dann auch zähmen, wenn es geht. Aber erstmal diesen anderen Trike hier loswerden. Das ist der 64, okay.